Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich bei unserer Reihe Bamberger Buchgeschichten. Es ist der erste Vortrag im neuen Jahr und nachdem das Jahr gerade mal 10 Tage alt ist, darf ich Ihnen auch allen herzlich alles Gute dazu wünschen, vor allem Gesundheit und natürlich auch viele anregende Vorträge, ob online oder reale Besuche in der Staatsbibliothek und in anderen Kulturinstitutionen in Oberfranken. Unsere Reihe hat schon 2 Drittel ihrer Vorträge hinter sich. Wir sind jetzt beim 9. Vortrag angekommen. Wir haben das Jahr mit dem Thema Kalender beendet und werden es auch mit dem Thema Kalender fortsetzen, wie wir schon an der Startseite vom heutigen Vortrag sehen. Sie wissen, die Reihe ist eine Kooperationsveranstaltung mit diversen oberfränkischen Institutionen, mit der Volkshochschule Bamberg-Stadt, mit der Universität Bamberg, dem Zentrum für Mittelalterstudien und dem Historischen Verein Bamberg und heute Abend ganz besonders mit dem Colloquium Historicum Wirsbergense, dessen Vorsitzenden Professor Günther Dippold ich heute ganz herzlich bei uns virtuell begrüße. Ja, das Thema Schreibkalender ist mit der Staatsbibliothek ganz eng verbunden. Es handelt sich um eine Quellengattung, von der wir ein großes Konvolut in unserem Bestand haben. Etwa 50 Exemplare allein aus dem Kloster Banz sind in der Sammlung vorhanden, aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Und die geben sehr vielfältige Einblicke in das Innenleben dieser Benediktinerabtei. Die meisten der Kalender stammen von einem Mönch, der die Einträge vorgenommen hat, Augustin Stöcklein. Da wird uns Herr Dippold sehr viel mehr dazu erzählen. Er hat sich da diverse Ereignisse aus seiner Lebenszeit notiert. Es geht um die Medizingeschichte des Klosters. Es geht um den barocken Neubau von Kloster Banz, die Ausstattung der Kirche und besonders dann auch am Ende um einen berühmten Banzer Mönch, den Komponisten Valentin Ratgeber. All das in knappen Einträgen, Notizen in diesen Schreibkalendern festgehalten. Ja, unseren heutigen Referenten, wenn einmal das Wort oder die Floskel von es ist nicht nötig, ihn vorzustellen, zugetroffen hat, dann ist es heute der Fall. Er ist in Oberfranken weithin bekannt, berühmt und seit Jahrzehnten aktiv in Kultur und Geschichte und Kulturvermittlung. Seit 30 Jahren bald Bezirksheimatpfleger, seit fast 20 Jahren Honorarprofessor an der Universität Bamberg mit einer Liste von Publikationen, die ihresgleichen sucht und der sich im letzten Jahr auch noch eine Festschrift hinzugesellt hat. Dafür sind Sie eigentlich viel zu jung, Herr Dippold, da kriegt man doch noch keine Festschrift in so jungen Jahren. Aber es ist vielleicht die erste einer langen Reihe von derartigen Publikationen. Ja, also wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie sich wieder bereit gefunden haben, uns etwas über unseren Bestand zu erzählen. Und gerade am Jahresanfang ist das natürlich ein Thema, was auch von einer aktuellen Relevanz ist und wo sich auch sicher viele interessante Geschichten erzählen lassen. Deswegen ohne weitere Vorrede meinerseits nochmal herzlichen Dank und willkommen und den Zuhörern viel Freude bei dem Vortrag. Ja, liebe Frau Wagner, haben Sie herzlichen Dank für die Vorrede, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ein wahrer Bücherschatz gelangte 1803 aus der aufgehobenen Benediktinerabtei Banz nach Bamberg und bildete gemeinsam mit der Bibliothek der geschlossenen Universität den Grundstock, den Kern der kurfürstlichen, nachmals königlichen, heute Staatsbibliothek Bamberg. Neben den einheitlich in Hellschweinsleder gebundenen Bänden aus der Banzer Klosterbibliothek fand ein unscheinbarer Bestand, ob schon 1803 ist unklar, seinen Weg in die Bamberger Neugründung. Eine Reihe von Schreibkalendern des 18. Jahrhunderts. Sie sind heute unser Thema. Schreibkalender sind Gehefte im Quadformat. Die heute zu behandelnden sind je nach Beschnitt etwa 16,5 cm breit,
20 Zentimeter hoch. Schreibkalender erschienen ab der Mitte des 16. Jahrhunderts. Anfangs wurden offenbar Druckformen der Wandkalender zweitverwendet. Aus Bamberg sind Schreibkalender ab 1614 erhalten, aus Würzburg bereits seit dem letzten Viertel des 16. Jahrhunderts. Schreibkalender enthielten eine Tagesliste mit den Tagesheiligen und den Planetenkonstellationen für den einzelnen Tag. Daraus abgeleitet wurde die Prognose des Wetters in jedem Monat. Bisweilen findet man auch Markttermine und die Tageslänge, sprich die Zeitspanne zwischen Sonnenauf- und Untergang, ist angegeben. Ferner finden wir im Bamberger Schreibkalender eine bambergische Chronika und eine Liste der Fürstbischöfe. Den Anhang bildete bis kurz nach Mitte des 18. Jahrhunderts ein Prognostikon Astrologicum, das insonderheit das Wetter des kommenden Jahres, jahreszeitlich gegliedert, vorhersagte. Anhand der herrschenden Planeten konnte man auch die geeigneten, die wirkungsvollsten Termine für den Aderlass, fürs Schröpfen und fürs Purgieren durch Abführ- oder Brechmittel bestimmen. In einem Bayreuther Schreibkalender von 1638 heißt es, zitiere, obwohl ein Medikus für nämlich des Patienten Zustand und Notdurft betrachten muss, also dass er oft nach keinem himmlischen Zeichen sehen oder warten muss, so gibt doch die Erfahrung, dass die himmlischen Zeichen auch nützlich betrachtet werden. Fast durchweg wurden diese Kalender gestellt, sprich die astronomischen Berechnungen gefertigt durch Ärzte. Für Bamberg übernahm diese Aufgabe ab 1706 der Würzburger Arzt Johann Georg Jäger, ab 1728 dessen Sohn, wir lesen ihn hier, Dr. Johann Andreas Jäger in Würzburg und Kitzingen, ab 1846 dann Johann Georg Josef Jäger in Kissingen. Schreibkalender waren, wie der Name sagt, nicht bloß Druckwerke, die das Kalendarium samt astronomischen Informationen enthielten. Sie hatten auch kaum bedruckte Seiten oder waren mit leeren Blättern durchschossen, sodass sie Raum für Notizen boten. Zumeist wurden dann nicht, wie im modernen Terminkalender, bevorstehende Ereignisse vermerkt, sondern geschehene Vorkommnisse notiert. Barbara Kink konstatiert in ihrem Buch Adlige Lebenswelt in Bayern im 18. Jahrhundert, zitiere, diese Art von Gebrauchsliteratur diente nicht nur zur Lektüre und als kalendarische Jahresübersicht, sondern wurde oftmals als Textträger für alle möglichen Einträge genutzt. Die wenigsten Schreibkalender boten ausreichend Platz für längere und ausführlichere Textpassagen, sondern eigneten sich lediglich für knappe und stichpunktartige Aufzeichnungen. Aus Franken sind die Notizen in 6 Schreibkalendern der Jahre ab 1584 veröffentlicht, die in der Stadtbibliothek Schweinfurt liegen. Bekannter sind die Aufzeichnungen des Tuchscherers Jakob Röder in Würzburg der Echterzeit. Aus dem 18. Jahrhundert wurden Schreibkalender mehrerer bayerischer Adliger aus dem Umfeld des kurfürstlichen Hofs ausgewertet, vom Grafen Johann Maximilian Emanuel von Preysing Hohenaschau, vom Freiherrn Sebastian von Pemmler und von Andreas Felix von Öfele. Aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, genauer aus dem Zeitraum von 1703 bis 1749, besitzt die Staatsbibliothek Bamberg 28 Bamberger Schreibkalender, die aus Banz stammen, und 30 Würzburger Schreibkalender, ebenfalls aus Banz. Aus 4 Jahren
Sie sehen das schön an der Übersicht, ist kein Kalender erhalten, aus 23 Jahren einer, aus 14 Jahren beide. Dass man in Banz zwei Kalender nebeneinander nutzte, verwundert wenig, denn das Kloster war mit beiden Bistümern verbunden. Es lag in der Diözese Würzburg, die, solange die Abtei bestand, bis an den Obermain reichte. Andererseits gehörte das Kloster in temporalibus, in weltlichen Dingen, zum Hochstift Bamberg. Kompetenzstreitigkeiten zwischen beiden Bischöfen um Banz flammten im 16. und 17. Jahrhundert immer wieder auf. 1685 kam es im Rahmen eines breiten Ausgleichs zwischen Bamberg und Würzburg zu einer Einigung über Banz. Würzburg verzichtete auf sämtliche Ansprüche auf das weltliche Regiment, Bamberg im Gegenzug auf alle geistlichen Rechte. Aber dieser Rezess von 1685 schuf keinen endgültigen Frieden, sondern warf im Detail eine Fülle von Problemen auf. Banz musste oder konnte je nach Situation zwischen Bamberg und Würzburg lavieren. Die Kalender aus den Jahren von 1711 bis 49 sind mit drei Ausnahmen von Pater Augustin Stöcklein geführt. Er bekleidete das Amt des Infirmarius, war also für die Krankenpflege an seinen Mitbrüdern verantwortlich und er stand der Banzer Rosenkranzbruderschaft vor. In seine Schreibkalender trug er, oft in flüchtiger Schrift, die unterschiedlichsten Notizen ein, überwiegend in Latein abgefasst, dann wieder in Deutsch, manchmal auch in einem Mixtum beider Sprachen. Seine Notizen enthalten Tagesaktuelles, besondere Vorkommnisse. Genauso. Als Infirmarius schrieb er Rezepte nieder oder Abrechnungen in seiner Eigenschaft als Präses der Bruderschaft. Eine Systematik, was er festhielt und was nicht, ist nicht erkennbar. Bisweilen sind die Seiten ein wildes Durcheinander und auf vielen Blättern gleichen sie mehr einem Schmierblock als einem Tagebuch. Betrachten wir den Mönch näher. Stöcklein wurde im Juni 1681 in Bamberg, im Pfarrsprengel von St. Martin, geboren und auf den Namen Johannes getauft. Sein Vater, der Schuster Georg Stöcklein, war aus Wittesheim bei Monheim in Schwaben zugewandert und hatte sich 1680 in Bamberg mit Ursula Süttner verheiratet. Die Familie hatte Kontakt zu einflussreichen Personen. Bei den jüngeren Schwestern von Johannes übernahmen bisweilen adlige Frauen die Patenstelle. Ursula Stöcklein, die Mutter, starb 1684, wenige Monate nach der Geburt ihres sechsten Kindes. Ihr Mann heiratete 1700 eine Frau aus Oettingen und nach deren Tod dann 1713 mit 60 ein drittes Mal. Der älteste Sohn notierte 1716 in einen Schreibkalender, die erste Frau, seine Mutter, sei reich gewesen, die zweite mittelmäßig begütert, die dritte arm. Aus der zweiten Ehe gingen 5 Kinder hervor, aus der dritten noch 2. Pater Stöcklein hatte also 5 Geschwister und 7 Halbgeschwister. Als Georg Stöcklein, der Vater, im April 17 starb, war sein ältester Sohn, der Banzer Mönch, 36, sein jüngstes Kind noch ein Säugling. Die junge Witwe verheiratete sich erneut. Für November 18 notierte Stöcklein, zitiere, hat mein Mutter Agnes einen Sohn geboren, welcher Tag danach gestorben. Die Mutter, die er Mutter nannte, war erheblich jünger als er. Johannes Stöcklein schrieb sich als 13-Jähriger an der Akademie seiner Heimatstadt ein und ging später zum Studium der Rechte nach Wien, wo wir ihn allerdings nicht
in der Universitätsmatrikel finden. Am 1. August 1704 trat er in Banz ins Noviziat, wie üblich gleichzeitig mit anderen jungen Männern, und legte nach einem Jahr die ewige Profess ab. In Banz trug er den Klosternamen Augustinus. Er empfing in Würzburg die geistlichen Weihen. Am 16. Oktober 1707 feierte er Primiz. 1715 erscheint er als Inspektor der Brüder. Er führte also die Aufsicht über die vier jungen Mönche, die in diesem Jahr erst ihr Gelübde abgelegt hatten. 1716 wurde er zum Prediger ordiniert, denn nicht jeder Mönch durfte ohne weiteres auf der Kanzel stehen. Spätestens seit 16 amtierte Augustinus im Kloster als Infirmarius. Im Frühjahr 42 wurde er dabei durch einen jüngeren Mitbruder ersetzt. Zusätzlich war er ab 1721 Präses der Rosenkranzbruderschaft, einer geistlichen Fraternität, die einen eigenen Seitenaltar in der Klosterkirche und tausende Mitglieder hatte. Pater Augustin Stöcklein starb am 21. Februar 1751 in Banz eines plötzlichen Todes. Ein knapp 70-jähriges Leben. Und Stöcklein wäre an sich eine unauffällige Gestalt innerhalb seines Konvents, wenn er uns jetzt nicht durch den vorzustellenden Quellenfund gänzlich neue Einblicke ins Innenleben der Benediktinerabtei auf dem Bansberg gewähren würde. Was Stöcklein aufschrieb, war weniger der Alltag als das, was den Alltag unterbrach. So hielt er die Gelegenheiten fest, die er oder Mitbrüder hatten, Kloster und klösterliches Einerlei zu verlassen. Bisweilen besuchte die Mönchsgemeinschaft den nahen Wald zu ungezwungenem Spiel. Recreatio in Silva oder in Silvis. Am 16. Juni 1727 wurde der neu gestaltete, wörtlich Spielplatz nah an Kloster gelegen, eingeweiht. Ubi Recreatio in Silva. Es handelte sich gewiss um den Kugelplatz der Mönche mit den erhaltenen steinernen Tischen und Bänken. Um diesen Platz besser zu inszenieren, ließ das Kloster 1775 eine künstliche Lichtung schaffen, erwähnt als theatralischen Aushieb. Gruppen von Mönchen übersiedelten bisweilen für einige Tage ins 4 Kilometer entfernte Gnellenroth. Dort hatte der Abt 1727 ein neues zweigeschossiges Haus bauen lassen, zitiere, von puren Steinen, recht schön, dauerhaft und kostbar. Diesen Bau ließ der Prälat und weiter wörtlich zu einem Rekreationshaus abtieren, damit Mann oder ein löblicher Konvent von hier aus dorthin spazieren gehen und sich daselbst zuweilen divertieren könnte. Was im zitierten Verzeichnis der Taten des Abtes nicht steht, lesen wir bei Stöcklein. Der Planer und Ausführer, der Baumeister Johann Salb aus Seßlach, habe Baufehler begangen, die 1728 der Staffelsteiner Maurermeister Johann König behob. Am 1. September 29, so hielt Stöcklein fest, war der halbe Konvent, angeführt vom Prior in Knellenroth, zur Recreatio. Im August 49 dann der Abt mit 7 Mönchen. Ist nicht immer festgehalten worden, natürlich. War ein Klosterangehöriger dauerhaft leidend, so ging er auf Kur, meist nach Kissingen. Im August 16 und im Juli 18 tat dies Abt Kilian Düring für jeweils 3 Wochen, begleitet von Pater Augustin, beim zweiten Mal überdies von seinem Kammerdiener. Er wohnte dort im Haus
des Würzburger Benediktinerklosters St. Stephan. Auch einzelne Mönche wurden auf Kur geschickt, am häufigsten wohl der noch zu behandelnde Klosterkomponist Pater Valentin Ratgeber, der zweimal nach Bad Schwalbach und noch öfter nach Kissingen ging. Mönche durften gelegentlich Verwandte aufsuchen. Pater Augustin ritt im Herbst 16 für 2 Tage zu seinem Vater nach Bamberg, als es mit diesem zu Ende zu gehen schien. Pater Wolfgang Ebert wurde 1717 zu seinem im Sterben liegenden Vater nach Seslach berufen. Pater Laurentius Mais reiste 1726 ebenfalls nach Seslach, um nach dem Tod seiner Mutter Erbangelegenheiten zu regeln. Und es kam dann und wann vor, dass ein Mönch ad recreationem zu seinen Eltern ging. Mönche verließen das Kloster, wenn in der Umgebung besondere kirchliche Feste zu begehen waren. Bei der Staffelbergkirchweih 1718 waren 8 Panzer. 1738 und 1746 waren je 2 Mönche in der Wallfahrtskirche Marie Schmerz bei Eggenbach, als das Patronatsfest gefeiert wurde und man diese zusätzlichen Geistlichen brauchte, um am Beichtstuhl und am Altar zu dienen. Zur Kirchweih im Kloster Langenheim begab sich mehrmals der Abt, begleitet von 2 Konventualen, ähnlich zum Bernhardsfest. Er schien als guter Nachbar auch, als Anfang August 1732 Langenheim, was wir bislang nicht wussten, seine 600-Jahr-Feier beging. Am Ablassfest im Kronacher Franziskanerkloster nahm der Abt 1733 mit 2 Begleitern aus seinem Konvent teil und er wurde vom Stadtrat reichlich beschenkt mit 18 Kandel Wein. Pater Placidus Hubmann und der Klostersyndikus, also der Jurist des Klosters, machten 1746 eine Wallfahrt nach Maria Glossberg bei Kronach. Gelegentlich wurde einem oder auch 2 Mönchen die Gunst zuteil, den Abt oder auch den Klostersyndikus bei weltlichen Geschäften zu begleiten. Im Mai 25 reiste der Abt mit 2 Mönchen und dem Klostersyndikus zur Verpachtung von Wiesen nach Kaltenbrunn und Gleusdorf im Itzgrund. Im Juli desselben Jahres begab sich der Prior mit einem weiteren Mönch nach Mupperg nahe Sonneberg, um den Zehnten zu verpachten. 2 Mönche vertraten das Kloster 1718 bei der Abhörung der Gemeinderechnung in Altenbanz. Einen rechtlichen Charakter besaß die Jagd. 1723 gingen 2 Mönche zur Jagd nach Gleusdorf und im Oktober 27 jagte der Abt gemeinsam mit 2 Mönchen in Buch am Forst. Augustin Stöcklein, einer der beiden, vermerkte hörbar stolz, man habe über 18 Stück gefangen. Ende 1732 erlegten 2 Konventualen, zitiere, 2 Hirsch mit Garn, also mit Hilfe von Jagdlappen. Ziele waren immer wieder die schon erwähnten Amtshöfe Buch am Forst und Gleusdorf im Itzgrund. Dorthin ging der Abt und gingen, ob mit ihm oder allein, Mönche, um sich zu erholen, um den Kirchweihfrieden auszurufen, um zu jagen, um Baumaßnahmen zu beaufsichtigen oder um Beamte einzuführen. Manche Dienstreise führte weiter. Zum Weinkauf schickte der Abt den Mönch Florentius Balbus aus Volkach 1740 in dessen Heimatstadt. So wie es also mancherlei Chancen gab, das Kloster zu verlassen, so kam auch immer wieder Besuch im Kloster an. 1711 begrüßte man in Banz den Würzburger Fürstbischof Johann Philipp von Greifenklau. 1717
20 und nochmals 23 Herzog Ernst Ludwig von Sachsen-Meiningen, jeweils mit großem Gefolge, beim ersten Mal mit 50, beim zweiten Mal mit 40 Personen. 1718 besuchte der Bamberger Fürstbischof Lothar Franz von Schönborn das Kloster. 1735 Herzog Franz Josias von Sachsen-Coburg-Saalfeld. Ihn, der mit 70 Begleitern aus Polen und Sachsen erschien, hießen die Banser mit einem Lied willkommen, das Pater Gallus Winkelmann gedichtet und Pater Anselm Heiler komponiert hatte. Klösterliche Lehensleute fanden sich ein, etwa 1726 und 28, die verwitwete Gräfin Susanna Elisabetta von Brockdorf aus Schnei mit ihrem Sohn oder 1748 ein Herr von Spesshardt aus Muppert. Immer wieder kamen Mönche oder der Abt des nahen Zisterzienserklosters Langheim und ab und an Angehörige anderer Orden. Und die Mönche erhielten Besuch von ihren Verwandten. Augustin Stöcklein hatte, wie erwähnt, viele Geschwister und Halbgeschwister, mit denen er in engem Austausch stand. Häufig erwähnt er, dass eine Schwester oder ein Schwager, später auch ein Neffe, nach Banz gekommen sei. Und ferner pflegte er mit seinen Angehörigen brieflichen Kontakt. Im Juli 27 erreichten ihn gleichzeitig Briefe von 4 Schwestern, die in Stirn bei Pleinfeld, in Bamberg, in Drügendorf bei Eggolsheim und in Bischberg lebten. 1729 kam eine Schwester und ihr Mann, um sich vor der Auswanderung nach Wien zu verabschieden. Und sorgsam notierte Pater Augustin 36 die Anschrift seines Schwagers. Abzugeben in der Barbierstuben in der Leopoldstadt, in des kaiserlichen hofschnürmacherischen Haus, in der Fuhrmannsgassen. Anmerkung für die Wienkenner unter Ihnen. Es ist nicht etwa die heutige Fuhrmannsgasse, sondern die Zirkusgasse im 2. Bezirk. Kurz und gut. Der barocke Mönch war keineswegs der Welt gestorben, sondern blieb seinem Familienverbund zugehörig. Das Kloster gewährte den Verwandten offenkundig Gastfreundschaft. Bei den Notizen Augustin Stöckleins scheint immer wieder seine Rolle als Infirmarius durch. Er hielt den Kontakt zu Badern, Ärzten und Apotheken. Die Abtei hatte einen Rahmenvertrag mit einem Staffelsteiner Bader. 1727 etwa, hier zu sehen, vereinbarte das Kloster mit Georg Pankratz Vogel, er habe an jedem Freitag, zitiere, alle Herren zu barbieren und ihnen jeden Monat Schröpfköpfe zu setzen, 3 Tage nach dem Vollmond. Für all das erhielt der Bader 20 Gulden pro Jahr und, zitiere, so oft er Bedienung hier hat, bekommt er sein Viertel Bier und in der Kuchel das Essen. Wie Notizen von 1731 und 32 zeigen, war ebenfalls pauschal geregelt, dass jeder Mönch 2-mal pro Jahr zur Ader gelassen wurde, 1-mal im Frühjahr, 1-mal im Herbst. Hierfür bekam der Bader 2 Reichstaler in toto. Für weitere Behandlungen wurde er gesondert nach einem festgelegten Satz vergütet. Dem Würzburger Kalender von 1732 liegt eine Abrechnung des Staffelsteiner Baders bei, geschrieben mit ungelenker Hand. Was ich vor Extrageng auf das hochlöbliche Kloster Banz gedun habe. In der Regel ging es darum, einen Mönch eigens zur Ader zu lassen. Also Sie sehen etwa unter der 1 in der 5. Zeile, dem Herrn Bader Anselm Ad für Aderlass den 16. Marzi.
Und dieselben Angaben finden wir dann hier aufgezeichnet. Sie sehen den 16. März hier auch gekennzeichnet von Augustin Stöcklein. Bei schwierigeren Erkrankungen konsultierte man einen Arzt. Einzuschätzen, wann der Bader nicht mehr genügte, sondern es den Doktor brauchte, oblag wohl dem Infirmarius. 1715 waren wegen eines kranken Novizen zwei Bamberger Ärzte im Kloster, Dr. Johann Andreas Groh und Dr. Johann Baptist Ledergarf, letzterer ein Schweizer, der in Halle studiert hatte. Groh war 1717, wie Stöcklein ausdrücklich festhielt, letztmals in Banz. 1721 holte man, um zwei Mönche und einen ebenfalls kranken Singknaben zu behandeln, den Coburger Arzt Dr. Johann Sebastian Büchelmann, ebenso 1724. Von 27 an bis 29 wurde der Kronacher Stadtphysikus Dr. Paul Friedrich Stark zugezogen. Ab 26 aber schon war vornehmlich der Coburger Arzt Johann Sebastian Albrecht für Banz zuständig. Der, obwohl Protestant, auch in Langheim als Klosterarzt fungierte. Dr. Albrecht, der in Jena und Leiden studiert hatte, der herzoglicher Leibarzt war und am Gymnasium Casimirianum lehrte, Albrecht hatte Verbindung zur Gegend, weil ihm teilweise das Gut Oberau bei Staffelstein gehörte, er sich also ohnehin des Öfteren in der Nähe aufhielt. Ihn konsultierte man über Jahrzehnte, wenn schwierige Fälle anstanden. Man schickte sogar, wenn eilig, einen Boten zu ihm, um ihn zu rufen. In Einzelfällen suchte und fand man auch andere Lösungen. 1743 holte man zu einem Mönch, der ein Fußleiden hatte, den Feldscher Johann Christoph Langhans aus Schnei, ebenso zu einem Mitbruder mit schwerer Darmerkrankung und 1747 zu einem Konventualen mit einem Nierengeschwür. In jedem dieser Fälle dürfte Langhans operiert haben. Etwas, was man womöglich weder dem Bader noch dem Arzt so recht zutraute. Auch Chirurgen aus Sonnefeld im Coburger Land und aus Obersimau kommen vor. Und eine Besonderheit. Am 1. Dezember 1718 ritt Pater Laurentius Mais ad curam zum Scharfrichter nach Königshofen im Grabfeld. 20 Tage später kehrte er gesund nach Banz zurück. Und im Oktober 23 wurden zwei Mönche, ich zitiere, auf Rekreation in die Rhön zum Henker nach Königshofen geschickt. Arznei holte man aus den drei nächstgelegenen Apotheken Coburg, Bamberg und Kronach. Eine Regel ist nicht erkennbar, welcher Apotheke man sich wann bediente. Eine eigene Apotheke scheint das Kloster selbst, anders als im späten 18. Jahrhundert, noch nicht besessen zu haben. Und man beließ es nicht nur bei den Medikamenten aus der Apotheke. Für einen kranken Mönch holte man 1725 auch 27 Krüge Sauerbrunnen aus Eger, sprich aus dem nachmaligen Franzensbad. In zahllosen Notizen vermerkt Augustin Stöcklein, welcher Mönch wie behandelt wurde. Das auszuwerten versuche ich gar nicht erst. Das muss Medizin- und Pharmaziehistorikern vorbehalten bleiben, die hier ein wahrlich reiches Forschungsfeld finden dürften. Ähnlich lohnend dürfte es sein, die vielen Rezepte für hilfreiche Mittel, Hausmittel möchte man sagen, bei allerlei Beschwerden zu analysieren, wie sie der Infirmarius
häufig in seine Kalender notierte. Die Kalender enthalten eine Fülle von Einzelinformationen. Wir lesen von Wechseln in den Klosterämtern, wie sie beinahe jährlich vorkamen. Selbst das hervorgehobene Amt des Priors, des zweiten Manns im Kloster, blieb selten mehr als wenige Jahre in einer Hand. Wir lesen von neuen Novizen und ihrem Hineinwachsen in die Gemeinschaft. Wir finden in Stöckleins Kalender Alltäglichkeiten, wiederkehrende Ereignisse, wie den Beginn der Weinlese am Bandsberg. Mehr freilich waren es ungewöhnliche Dinge, Wettervorkommnisse etwa, wert festgehalten zu werden. Einige Beispiele für Letzteres. Im Juli 27, zitiere, war ein so starkes Gewitter und Kiesel- oder Schauerwetter, dass zu Gleusdorf alles Getreid erschlagen. Um Michaelis 1732, als die Wiesen unterhalb des Bandsbergs schon gemäht waren, sei, und wieder wörtlich, solches Regenwetter eingefallen, so alles krummet davongeführt. Und bitter scherzend setzte Stöcklein hinzu, nach Frankfurt geflößet. Über den Januar 35 schrieb er, dieses ganze Monat war ein Schneien und Regnen ohne Kält. Über den 24. Juli 1739. In der Nacht um 12 Uhr hat der Donner in Ebensfeld eingeschlagen, angezündet 7 Städel, 2 Häuser, samt allen Vieh abgebrannt. Eine Liste von solchen Einträgen ließe sich unschwer verlängern. Augustin Stöcklein hielt Ereignisse im Leben der Menschen fest, die mit dem Kloster in Kontakt standen. Heiraten, Geburten, Todesfälle, Bedienstete vom Syndikus bis zur Magd oder einzelne Hintersassen gerieten in sein Blickfeld. Besonders berührten den Mönch Gewalttaten, zumal Mordfälle, von denen er hörte. Im Oktober 1725 beispielsweise beschäftigten ihn 4 Todesfälle. In Ebern erstach ein Wirt einen Steinhauer und wurde geköpft. In Kronach tötete eine ledige Mutter ihr Neugeborenes und die Großmutter verbrannte das Kind, um die Schand zu verbergen. Sie wurde auf dem Scheiterhaufen gerichtet. In Staffelstein erhängte sich ein 18-Jähriger und in Bamberg starb überraschend der adlige Oberamtmann von Lichtenfels. Kurzum. Die Kalender spiegeln die Lebenswirklichkeit und die Perspektive eines Mönchs im 18. Jahrhundert. Das allein macht sie schon zu einem bedeutsamen Zeugnis. Sie sind darüber hinaus, bei aller Zufälligkeit der Nachrichten, eine nicht unbedeutende Quelle für kunsthistorische oder biografische Forschungen. Kunstgeschichte. In die Zeit, in die uns die Schreibkalender führen, fiel der barocke Neubau von Banz, der Ende der 1690er begann und Mitte der 1780er im Wesentlichen abgeschlossen war. Augustin Stöcklein berichtet uns von Handwerkerkontrakten, die geschlossen wurden, von Problemen beim Bau, vom Kommen und Gehen der Handwerker und der Künstler. Viel wissen wir schon. Durch die grundlegende Studie von Joachim Hotz über die Baugeschichte der Abtei Banz. Aber die Kalender liefern uns manch neues Detail. Mehrere Notizen berichten, jeweils nur telegrammhaft knapp, vom 1732-33 errichteten Zellentrakt, hier rechts im Bild, zum Maintal hin. Wir erfahren Anekdotisches, wie das Ende September 32, und jetzt wörtlich, der Bau zur Perfektion kommen, aber das letzte Gesims mit noch einem heruntergefallen, welchen der Meister mit 2 anderen schier erschlagen, weil das Gerüst entzwei geschlagen worden. Baumeister Simon Weber überlebte und konnte wenige Tage darauf den Schluss und letzteren Gesimsstein setzen. Im Anschluss habe er vom Prior, zitiere, ein musikalisches Dankmess halten lassen.
Am 21. Oktober 32 feierte man Richtfest, zitiere, ist auf dem First des Bau der Strauß samt ein paar Strümpf gesteckt worden. Am 31. Juli 33 wurde, und wieder wörtlich, der Schlussstein zum oberen Gewölb im neuen Bau geschlossen. Der Abt und jeder Mönch, wieder wörtlich, gab in nomine Sanctissime Trinitatis 3 Schläg darauf. Im Januar 34 wurde die Tür zur Maintal-Terrasse mit, wörtlich, 3 eisernen Türbänder und verdeckten Schloss angeschlagen. Aber den ersten Tag das dritte Band abgesprungen, wegen liederlicher Arbeit von Schlosser zu Staffelstein. Etc., etc., etc. Viele Akkorde mit Bauleuten und Kunsthandwerkern sind aus Band erhalten, nicht alle. Von manchen erfahren wir nun durch Augustin Stöcklein. Den Akkord mit dem Würzburger Hoforgelbauer Johann Philipp Seufert schloss das Kloster demnach am 8. Juli 35. Bereits im März des Jahres war er zusammen mit dem Pfarrer von Ebern zu Verhandlungen nach Banz gekommen. Sein Lohn betrug 1000 Gulden, eingeschlossen war die Hälfte der Transportkosten. Das Vorgängerinstrument, auch dies bislang unbekannt, wurde 1738 für 100 Reichstaler nach Merkershausen bei Königshofen verkauft. Auch vom Chorgestühl des Klosters, einem Meisterwerk des Wiesentheider Kunstschreiners Johann Georg Nestfell, erfahren wir durch die Kalender mehr, als wir durch die von Joachim Hotz schon ausgewerteten Klosterarchivalien wussten. Am 12. Januar 33 schloss der Abt mit Nestfell einen Vertrag über das zu fertigende Chorgestühl einschließlich der Balustrade der kleinen Chorempore, die Sie darüber sehen. Für diese Arbeit sollte Nestfell 1400 Gulden erhalten, sicherlich zuzüglich des üblichen Zuschlags des Trankgelds. 3 Tage nach Unterzeichnung des Kontrakts reiste der Schreiner ab. Nach 20 Monaten, am 16. September 34, wurden die Einzelteile in Banz angeliefert. 6 Wochen vergingen. Da war der Meister aber noch nicht erschienen, um sein Werk aufzubauen. Dies erledigte er erst im November 34 und davon erfahren wir, weil, um ihn zu behandeln, Dr. Albrecht aus Coburg geholt wurde. Gerade zu Nestfell liefern uns die Kalender noch manch anderes Detail. Ich verweise auf meinen kürzlich erschienenen Aufsatz im Mainfränkischen Jahrbuch von 2022. Ebenso wie zum Wirken des Augsburger Malers Johann Georg Bergmüller in Banz. Durch Augustin Stöcklein erfahren wir von 2 Besuchen des großen Balthasar Neumann in Banz. Dessen Beteiligung an den Bauplanungen war schon bekannt, nicht aber die genauen Daten seiner Anwesenheit. Im August 1731 erwähnt Pater Augustin ihn als Geometra Neumond, witzigerweise führte Neumann ja einen Neumond im Wappen, und im August 1748 erschien der Architekt mit seiner Frau und 2 Töchtern. Die Liste an Neuem, Wichtigem und weniger Wichtigem, ließe sich erheblichst verlängern. Über die Beschaffung und Schmückung der Banzer Katakombenheiligen wird heuer noch ein Aufsatz erscheinen. Abt Gregor Stumm ließ 1745 zusätzlich zu den beiden vorhandenen Heiligenleibern durch 2 Abgesandte, einen Einsiedler und einen jungen Bäcker, 2 weitere Skelette aus Rom holen, die Heiligen Valerius und Vincentius. Durch Klosterarbeit gefasst wurden sie durch 4 Schwestern, namentlich bekannt, aus dem Bamberger Konvent der englischen Freunde. Unzählige Nachrichten liefern uns die Schreibkalender über die Mönche, über ihre Familien
und über die Funktionen der Einzelnen im Kloster. Der als Theologe renommierteste Mitbruder von Augustin Stöcklein war fraglos Pater Ignatius Cimarolo Brentano, 1673 in Bamberg als Sohn italienischer Eltern vom Comer See geboren, trat er 93 ins Kloster Banz ein. Vom Pater Augustin erfahren wir nicht nur von den Ämtern und Aufgaben, die Ignatius im Lauf der Jahrzehnte hatte. Wir lesen auch, dass er im Spätsommer 1745 fünf Wochen in Augsburg war und mit gedruckten Büchern zurückkehrte. Gemeint ist sein Werk Annus Asceticus, eine Sammlung von Meditationen über Evangelientexte, die in Nürnberg erschien. Im März 1729 durfte Pater Ignatius nach Bamberg reisen, um sein neues Buch, ein dickleibiges marianisches Werk, dem Abt des Klosters Michelsberg zu übergeben, dem es gewidmet war. Der heute fraglos bekannteste Zeitgenosse unseres Kalenderschreibers ist Pater Valentin Ratgeber. Ratgeber kam 1682 in Oberelsbach als Lehrersohn zur Welt, wurde 1707 Kammerdiener des Banzerabtes und noch im selben Jahr Novize. Über sein Leben im Kloster war wenig bekannt. Gewiss die Daten seiner Profess und seiner geistlichen Weihen oder auch, dass er an der Weihe der Klosterkirche 1719 als Leiter des Chors mitwirkte. Und natürlich ist sein Todestag, der 2. Juni 1750, dokumentiert. Von 1729 bis 1738 unternahm Valentin Ratgeber eine Reise, die ihn nach Trier, in den Bodenseeraum, in die Schweiz, durch Altbayern und Österreich bis nach Ungarn führte. Eine Reise, während derer er schier ohne Unterlass komponierte. Durch die Widmungsvorreden zu seinen kirchenmusikalischen Werken kennen wir etliche seiner Stationen. Zurück in Banz sei er, so schrieb im frühen 19. Jahrhundert der Bamberger Bibliothekar Joachim Heinrich Jeck, in ein unterirdisches Gefängnis gesperrt worden. Das klang doch sehr nach einer Räuberpistole, die manche Ratgeberfreunde nicht wahrhaben wollten, und dies umso mehr, als an der Spitze des Klosters damals mit Abt Gregor Stumm ein Prälat stand, dem Banz nach allgemeiner Anschauung seinen späteren Ruhm als Vorort der katholischen Aufklärung verdankte. Gregor Stumm und Klosterkerker, das schien so gar nicht zu passen. Vor allem aber war bis zur Auswertung der Banzer Schreibkalender ein Rätsel, was es mit dieser Reise, Jeck nennt sie eine Geniereise, auf sich hatte. Einerseits konnte Ratgeber 1731 in St. Gallen einen Entlassbrief aus Banz vorlegen, Litterae Dimissoriales. Andererseits wusste man in Banz nicht, wo er sich aufhielt, wie anlässlich der Abtswahl im selben Jahr bezeugt. Wie sind diese Angaben, wie ist die ganze Reise zu deuten? War sie eine Klosterflucht? Aber woher sollte Ratgeber dann den Entlassbrief haben? War es, wie die Brüder Gass meinen, eine groß angelegte Werbereise des Komponisten mit stillschweigender Erlaubnis des Abtes? Warum aber stillschweigend? Wir haben gesehen, der Abt konnte ohne weiteres Mönche für Wochen, ja Monate wegschicken. Und weshalb hätte man Ratgeber dann bei seiner Rückkehr einsperren sollen? All das machte keinen Sinn. Und jetzt erzählen die zahlreichen Kalendernotizen eine ganz andere, eine tragische Geschichte. Auch hier verweise ich auf bevorstehende Veröffentlichungen und beschränke mich aufs Allerwesentlichste. Der 1720 ins Amt gelangte Abt Benedikt Lurz gewährte Ratgeber manche Gunst. Zugleich hören wir von Krankheiten, zumal einem Leberleiden. Ein Wechselfieber suchte Ratgeber heim.
Medikamente vermochten das Leiden offenbar nicht zu heilen, sodass er zum Sauerbrunnen nach Schwalbach bei Wiesbaden ging, der erste von wenigstens 6 Kuraufhalten Ratgebers in seinen Banzerjahren. Im selben Jahr, 1721, veröffentlichte er sein erstes Werk, 8 Missae Breves. 5 Jahre später reiste Ratgeber nach Ebrach, um dem Abt des Zisterzienserklosters eine neue, ihm gewidmete Komposition zu überreichen. Von dort machte er sich auf nach Kissingen, wo gerade 2 andere Banzermönche kurten. Offenbar betrugen sich die 3 Banzer etwas unangemessen. Nach ihrer Heimkehr wurden sie gemaßregelt. Sie murrten. Augustin Stöcklein charakterisiert sie als male contenti, mit nichts zufrieden, könnte man frei übersetzen, und setzte ganz missmutig auf Deutsch hinzu: Lumpengesindel. Hier ist zum ersten Mal ein Missvergnügen spürbar, das Valentin Ratgeber in Banz empfand. Im Juli 27 äußerte er dann den Wunsch, sein Kloster auf immer zu verlassen. Vielleicht bot ihm, der den Erfolg als Komponist gekostet hatte, die kleine Abtei zu wenig Entfaltungsraum, oder er fühlte sich daheim zu wenig wertgeschätzt. Da können wir bloß spekulieren. Jedenfalls verließ er im August 27 Banz, Novum Monasterium quasi Turus, um ein neues Kloster zu suchen, wie es weiter heißt, damit er seine Seele rette. 16 Tage bekam Ratgeber zu diesem Zweck gleichsam Urlaub. Nach 6 Wochen kehrte er ergebnislos zurück. Offenbar hatte er kein anderes Kloster gefunden, das ihn wollte. Das Außenbleiben über die gewährte Zeit hinaus dürfte ihm weiteren Ärger beschert haben. Im Juli 28 wurde Ratgeber bestraft, offenbar mit Ausschluss von den Mahlzeiten. Einige Mitbrüder deckten ihm heimlich etwas zu, wurden beobachtet, ihr Tun geahndet. Dann wieder eine Kur. Im Sommer 29 riss die alte Wunde auf. Das Kapitel, die Versammlung der Mönchsgemeinschaft, beriet über Ratgeber. Der Text Stöckleins ist schwer zu lesen und noch schwerer zu verstehen. Ratgeber erregte sich wegen einer öffentlichen Entehrung, die er erfahren habe. Er wollte gemeinsam mit einem einstigen Mitnovizen das Kloster verlassen und hatte sich offenbar an eine höhere kirchliche Instanz gewandt, wohl an die geistliche Regierung in Würzburg, vielleicht sogar nach Rom. Er wurde zum Bodensitzen bestraft. Er durfte also bei den Mahlzeiten nicht auf einem Stuhl sitzen, sondern musste als Demutsgäste auf dem Boden hocken. Es tat kein Gut mehr. Ab Benedikt Lurz wählte die Ultima Ratio, die die Benediktsregel vorsieht. Er setzte, um die Regula zu zitieren, das Messer zum Abschneiden an. Der Mönchsvater hatte die Heilige Schrift zitiert. Wenn der Ungläubige gehen will, soll er gehen. Und er hatte hinzugesetzt, ein räudiges Schaf soll nicht die ganze Herde anstecken. Unter dem 18. Oktober 1729 notierte Augustin Stöcklein: Pater Valentinus, dimittitur in perpetuum. Also Pater Valentin wird weggeschickt auf ewige Zeit. Es wurde ihm wohl ein entsprechendes Papier ausgestellt, das er später in St. Gallen vorlegte. 4 Tage später ging er, am 22. Oktober. Augustin Stöcklein hat die Szene festgehalten. In einer unruhigen,
stellenweise kaum zu entziffernden Schrift. Sie sehen die entsprechende Seite. Man hat den Eindruck, dass die Schrift die innere Erregung des Mönchs spiegelt. Ohne Respekt vor den Oberen, sei Pater Valentin, boshaft bis zuletzt. Finster seien seine Augen beim Abschied gewesen, höhnisch seine Miene. Nach Banz, so Ratgeber, werde er bestimmt nicht zurückkommen. Ratgeber bekam ein Pferd, auch das auf dieser Seite, und wir kennen die ersten Stationen seiner Reise, die ihn nach Westen führte. Ebern, das Benediktinerkloster Teres, das Augustinerchorherrnstift Heidenfeld, dann Würzburg, danach Amorbach. Schließlich kam er in der Abtei St. Maximin in Trier unter, wie wir aus anderen Quellen wissen. Als Abt Benedikt Anfang 1731 gestorben und ein neuer Abt gewählt war, bemühte sich Ratgeber, nach Banz zurückkehren zu dürfen. Die Entscheidung von Abt Gregor Stumm notierte Pater Augustin auf Deutsch, ist abgewiesen worden. In Banz hörte man danach erst im Frühjahr 33 wieder von Pater Valentin. Er hatte sich nach Süddeutschland begeben, stets auf der Suche nach einem neuen Kloster. Aus den Abteien Weingarten und St. Gallen kamen Briefe, die vom ungeistlichen Leben Ratgebers berichteten, der unstet umherziehe. Das Kapitel, die Versammlung der Mönche, beschloss, dass man für ihn eine Lösung finden müsse. Irgendetwas, aliquid, habe zu geschehen. Im März 33 traf die nächste Hiobsbotschaft in Banz ein. Es werde damit gerechnet, dass Ratgeber in der Schweiz vom katholischen Glauben abfalle. Wie die Lösung aussah, die man in Banz für Ratgeber plante, zeigt eine Notiz Stöckleins aus dem April 33. Ein Gefängnis für ihn sei fertiggestellt. Ratgeber schadete offenkundig dem Ruf des Klosters Banz innerhalb des Ordens. Man beabsichtigte, ihn jetzt zurückzuführen und zu inhaftieren. Aber dazu kam es nicht. Wieder erscheint der Ratgeber für Jahre nicht in den Aufzeichnungen Stöckleins. Erst im Sommer 35 hörte man in Banz gerüchtweise und jetzt zutreffend, er halte sich in Österreich auf. Anfang September 38 erschien Ratgeber in Banz. Er sei, so hielt Stöcklein fest, freiwillig aus seinem Elend zurückgekehrt. Man behandelte ihn zunächst sanft und brachte ihn in der Zelle desjenigen Mönchs unter, der seit ein paar Monaten in Gleusdorf die Verwaltung führte, der also dauerhaft abwesend war. 3 Tage darauf beriet das Mönchskapitel über seinen Fall. Der Prior holte ihn in den Raum und der Ratgeber bat, ihn wieder an den Ort seiner Profess und in den Orden aufzunehmen. Die Anwesenden hielten ihm seine Verfehlungen vor, er antwortete weitschweifig. Schließlich führten ihn der Prior und Pater Augustin Stöcklein, und Sie lesen das hier, in einen unterirdischen Haftraum. Was Joachim Heinrich Jeck 1814 überlieferte, war also Wirklichkeit. Ratgeber klagte, dass seine Unterbringung in einem Kerker unter der Erde seinem Ruf in der Öffentlichkeit schade. Seine Beschwerden verhallten ungehört. Die Haft währte nicht lang. Auch hier stimmt, was Jeck berichtete. Nach 2 Wochen wurde Ratgeber aus dem Gewahrsam entlassen. Abends musste er seine Profess erneuern. Aber erst am 10. Juli 39 wurde er wieder vollgültiges Mitglied des Konvents, allerdings erst, nachdem er einen Akt der Demut vollzogen hatte. Er erklärte sich aus eigenem Willen bereit,
die Zelle des jüngsten Mönchs, der kurz zuvor gestorben war, zu beziehen. Offenbar eine der schlechtesten Zellen. Denn ein weggegangener Mönch solle bei seiner Rückkehr, so die Benediktsregel, als letzter eingeweiht werden. Ein Jahr nach seiner Rückkunft durfte Ratgeber erstmals wieder die Orgel schlagen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, gerade der Fall dieses Pater Valentin Ratgeber zeigt, wie viel die Forschung profitieren kann aus den unscheinbaren Schreibkalendern des Klosters Banz. Ich danke Ihnen.